Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Ja, hallo Fahrrad-, Wohnwagen-Freunde und alle, die es noch werden wollen. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Ja, wer meine Videos aufmerksam verfolgt hat, der wird in der letzten Woche gesehen haben, es geht um einen neuen Fahrradcamper, einen Fahrradcamper für zwei Personen mit Stehhöhe, mit dem ich dann zusammen mit meiner Frau verschiedene Touren machen möchte. Ja, und heute soll es darum gehen, wie sieht der Fahrradcamper nachher fertig aus. Letzte Woche ging es um die Pläne. Jetzt möchte ich ein kleines Modell aus Pappe bauen, damit ich schon mal in etwa die Vorstellung habe, ob das alles so funktioniert, was ich mir auf dem Computer so ausgedacht habe. Ja, und wenn es euch interessiert, dann bleibt dran. Bis gleich. Ja, hallo, willkommen zurück. Ja, ich war natürlich nicht untätig diese Woche und habe auch überlegt und geplant noch und meine Pläne auch noch ein bisschen verändert. Das habe ich ja vorher angekündigt, dass das passieren könnte. Ja, und habe auch mit dem Jörg, nicht der Jörg aus Theißen diesmal, trotzdem schönen Gruß an dich auch, sondern mit dem Jörg von den Green Mambas gesprochen per WhatsApp. Und der hatte mir auch gesagt, Mensch, mach dir da Gedanken, dass der ein bisschen schmaler wird. Du wirst irgendwann Probleme haben, durch die ganzen Absperrungen und sowas durchzukommen, die ganzen Poller. Ja, und hat er natürlich recht. Und um das zu vermeiden, ist der Wagen jetzt doch etwas schmaler. Und um trotzdem auf diese Breite zu kommen, die wir nachts zum Schlafen brauchen für zwei Personen, habe ich an der Seite eine Klappe dran, die man jetzt zusätzlich aufklappen kann, wenn man zu zweit unterwegs ist. Wenn man alleine unterwegs ist, braucht man das nicht nutzen, aber zu zweit kann man das an der Seite ausklappen und erreicht damit nochmal eine Verbreiterung von 35 bis 40 cm und kann so natürlich den Fahrradwohnwagen auch durch enge Schikanen durchbekommen, wie zum Beispiel Poller, ohne dass man im Grunde nachts auf diese Breite verzichten muss, die wir eigentlich haben wollen. Ja, zum Maßstab habe ich letzte Woche gesagt, ich möchte einen Maßstab von 1:6,37. Das entstand daraus, dass mein Modellfahrrad, was ich eigentlich jetzt vor dem Fahrradwohnwagen für dieses Pappmodell stellen wollte, diesen Maßstab hat. Ja, aber letztendlich habe ich überlegt, ist das Schwachsinn, das alles so kompliziert umzurechnen. Jetzt habe ich Maßstab 1:10 genommen und habe gesagt, okay, 1 mm sind in der Natur 1 cm und dementsprechend sieht der Wagen jetzt ein bisschen kleiner aus. Es war auch ein bisschen fricklich, das alles so zusammenzuschustern, aber es hat funktioniert und hier seht ihr das Ergebnis. Ja, noch mal ein bisschen was zum Ablauf dieses Modellbaus, was ich jetzt in dem Moment gemacht habe. Ich habe verschiedene Pappen über Jahre gesammelt, von Verpackungen, jetzt Versandverpackungen und ähnliches, um damit jetzt hier dieses Modell bauen zu können. Und habe jetzt meine Pläne maßstabsgetreu über einen Drucker ausgedruckt.
habe das übernommen dann auf die Pappe drauf. Da habe ich einfach so eine kleine Pinnennadel genommen und habe damit die Eckpunkte festgelegt, so dass ich dann die Pappe dann auf dieses Maß zuschneiden konnte. Das Ganze habe ich dann immer Stück für Stück verklebt. Ja, als Räder habe ich den abgeschnittenen Boden von Kaugummiverpackungen genommen. Ja, und die Achse ist in dem Fall jetzt ein langes Streichholz, so ein Kaminholz. Ja, und die Stützen sind natürlich auch Streichhölzer. Es muss ja ungefähr halbwegs maßstabsmäßig stimmen. Ja, und so ist Stück für Stück dieses Modell jetzt entstanden. Ja, diese ausklappbare Erweiterung an der Seite habe ich jetzt nicht so mit dran gebaut, dass man sie auch komplett jetzt nutzen kann im Modell. Es ist einfach eine Idee, die ich im Hinterkopf habe. Da muss ich erstmal gucken, wie stabil ist das Material nachher. Reicht das vom Styrodur her aus, dass ich da eine Klappe noch reinsetze? Wie befestige ich, verstärke ich das, wenn man da drauf liegt, dass nicht die ganze Wand denn abfällt oder auseinanderbricht? Ja, und das sind noch ein paar Sachen, da muss ich mir erst noch mal Gedanken machen. Ja, aber zumindest finde ich die Idee ganz gut. Das ist jetzt auch wieder so ein bisschen so ein Mittelding zwischen Projekt 23 und dem neuen Fahrradwohnwagen, zumindest dem neuen Plan davon. Ja, irgendwann wird es dann aber auch richtig losgehen mit dem neuen Fahrradwohnwagen, nicht nur als Modell. Ja, ich habe noch ein paar Teile und Material bestellt. Wenn das so Stück für Stück jetzt eintrudelt bei mir, dann geht es irgendwann los. Das wird sicherlich nicht nächste Woche sein, aber irgendwann in den nächsten Wochen geht es auf jeden Fall mit dem Bau des Fahrradwohnwagens für zwei mit Stehhöhe los. Ja, hier sieht man schon recht gut, wie das hinten mit der Tür gedacht ist. Ich weiß nicht, wer es im Plan nicht so ganz verstanden hat, wird es jetzt wahrscheinlich verstehen. So soll also die komplette Wand nach oben geklappt werden und die Türen sollen einzeln miteinander verbunden werden, das obere und das untere Türteil, so dass man dann in eine durchgehende Tür hat. Ja, und wenn man dann wieder unterwegs ist, dann klappt man das Ganze wieder nach unten, kann das Dach dann runtersinken und dann hat man wieder diese halbe Höhe des Fahrradwohnwagens, wie ich es geplant habe. Ja, wie ihr hier jetzt seht, gibt es das Fenster nur auf einer Seite. Ich möchte auf der Seite, wo man sich auch anlehnt, möchte ich kein Fenster haben, sondern dass man, wenn man sich anlehnt, eben aus dem anderen Fenster herausgucken kann. Dementsprechend wird der Wagen wahrscheinlich auch immer so stehen, dass man diese Sicht denn aufs Wasser zum Beispiel hat, weil meistens stehen wir irgendwo am Wasser, am Fluss, am See oder sonst wo. Ja, und so kann man schön auf der Sitzbank sitzen, durch das Fenster schauen und sieht die Natur und den See zum Beispiel. Und da freue ich mich natürlich am meisten schon drauf. Deswegen auch bloß dieses eine Fenster. Und
Es wird ein Fenster geben in der Tür hinten. Ja, und das sind die einzigen beiden Fenster, die ich reinmachen möchte. Ich hatte überlegt, noch so eine kleine Bullaugenfenster links und rechts zu machen, dass man zum Beispiel beim Schlafen nachts auch durch dieses Bullauge gucken kann, wenn man das möchte. Bin ich mir aber noch nicht sicher, ob ich das mache. Gegebenenfalls wird es bloß ein Bullauge sein, zur Belüftung zum Beispiel. Unten drunter wird natürlich auch wieder ein kleiner Ventilator reinkommen, um ein bisschen frische Luft von unten zu ziehen. Gerade im Sommer ist das sehr angenehm, wenn man die kühle Luft von unter dem Wagen ins Innere holt, weil im Sommer ist es dann doch recht warm drin. Ja, und ein Dachfenster hatte ich auch noch überlegt. Da überlege ich aber noch genau, was ich dafür eins reinsetze, damit es nicht so schwer wird. Ja, es gibt ja diese kleinen Campingfenster, die man auch in Wohnwagen oder Wohnmobilen hat. Ja, aber diese wiegen 2,5 Kilo. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich das ins Dach noch mit einbauen möchte, weil es ja eben auch eine Gewichtsfrage ist. Das werde ich dann entscheiden, wenn ich soweit weiß, was der ganze Wagen wiegt, ob noch ein bisschen Luft nach oben ist und ob das noch so funktioniert. Ja, beim Modell habe ich natürlich jetzt vieles improvisiert, war trotzdem eine ganze Menge Arbeit, aber natürlich lange nicht so aufwendig, wie wenn ich es nachher denn baue mit den Originalteilen. Ja, dieser Klappmechanismus funktioniert im Modell recht gut, am Computer sowieso. Ob er nachher in Natura auch so funktioniert oder ob das Ganze nachher zu schwer ist oder nicht dicht zu kriegen ist oder ähnliches, das werden wir dann sehen. Ja, aber wie gesagt, ich bin soweit jetzt recht zufrieden, dass das in der Form alles so geklappt hat. Ja, und ich denke mal, da kann es mit dem richtigen Bau dann losgehen. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Ja, für heute soll es das auch schon wieder gewesen sein. Es ist ein recht kurzes Video, aber es ging ja hauptsächlich darum, funktioniert dieses Modell so, wie ich mir das alles vorgestellt habe, und ich bin damit bisher ganz zufrieden, auch wenn das Modell jetzt nicht so hundertprozentig perfekt und genau geworden ist. Es hat zumindest gezeigt, dass die ganze Sache funktionieren kann. Ich hoffe, das funktioniert dann auch im Original, wenn ich den mit den Originalteilen baue. Nicht, dass ich das alles zersäge und dann funktioniert es nachher nicht und ich habe das Material dann alles umsonst verbraucht. Ja, wenn ihr weiter daran interessiert seid, dann verfolgt meine Videos weiter, abonniert diesen Kanal und wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder mit einem neuen Thema, mit einem neuen Video und irgendwann natürlich auch mit dem Bau des neuen Fahrradwohnwagens. Bis dahin, bleibt mir treu. Tschüss und ciao, sagt euer Camper Marco. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought